Rocket Goku, heute kommen wir wieder zu einem neuen, richtig frischen Fortnite-Video. Ja, Leute, es gibt ja Theorien von Rocket Goku und ich würde sagen, meiner Meinung sind meine immer die spannendsten. Also Leute, bleibt am Start. Würde mich auch sehr freuen. Und jetzt würden wir einfach mal starten mit dem Video. Ja. Guck mal, es gibt jetzt irgendwelche Aufträge, wenn man den Battle Pass hat, dass man auf einmal ein Level weiterkommt. Und dann kommt da halt hier so ein kleiner Spruch dazu. Zum Beispiel ist also meine ein... Symbion sieht rot. Du hast eine neue Seite des Battle Pass mit Challenge freigeschaltet. Ja, hast du so eine Belohnung halt dann. Und ja, guck mal hier, es gibt sogar eine neue Waffe, die kommst du gleich auch direkt mal angucken. Aber bevor das, also ich möchte euch jetzt erstmal das, meine Theorie zeigen, was mit der Karte passieren wird. Also, in dem nächsten Chapter 3 oder eher gesagt nächstes Season, werden Bunny Birds und Königkrops meiner Meinung nach weg sein. Ich kann euch das jetzt mal genauer in der Runde zeigen. Ich mache einfach mal Gruppenkeile an. Aber ihr seht ja jetzt auch schon immer, dass Kevin der Würfel immer weiter hochsteigt. Und das werde ich euch jetzt gleich auch noch zeigen. Und Kevin der Würfel hat Blitze. Und ich habe das Gefühl, dass Kevin der Würfel ganz weit hochsteigen wird und Städte mit seinen Blitzen kaputt machen wird. Also es kann sein, dass sie irgendwann so eine Zukunftswelt haben. Dass zum Beispiel Kevin der Wölfe einen Blitz auf das Auto tut und dann ist das Auto auf einmal irgendwie so ein Back to the Future Auto oder so. Keine Ahnung, dass es da irgendwelche Effekte hat oder so. Oder meistens ist es ja bei Fortnite so, dass die dann, dass dann zum Beispiel ein Blitz auf so ein Skin kommt, und dann halt wird das Skin so ein Blitzskin. Und da war meine Vermutung, Renegade Raider kommt wieder. Aber als Blitzversion. Also es wird dann richtig cooler Trailer geben. Dass der dann, dass da so ein normaler Renegade Raider ist. Der wird dann vielleicht in den Shop kommen. Der OG Renegade Raider. Oder egal welcher, irgendeiner. Vielleicht auch der Lava, der Geist oder was auch immer. Und dann wird da halt noch dieser Trailer sein, dass auf einmal da so ein Blitz drauf geht und er wacht halt so Blitz aus ihm raus. Ja. Ich kann euch da, guck mal hier, der Kevin der Wolf, man seht ihn auch, der ist oben. Ich kann euch das mal ganz genau zeigen hier. Ja, guck mal, meine Teammates hören auf einmal auf mich, also das ist auch was Neues. Ja. Mal gucken, ob es in Gruppenkeile auch so ist. Ich wollte es euch nur mal grob zeigen. Ja, guck mal hier, es ist sogar genauso. Aber Kevin der Wolf kann, glaube ich, nicht weiter hoch. Also, guck mal hier, das wird doch, glaube ich, der nächste Trailer dann sein. Ihr seht Kevin der Würfel, ey, er war am Anfang hier unten. Er war wirklich hier ganz unten, war der Kevin der Würfel. Er ist hochgegangen und irgendwann wird er diese Königin hier berühren. Er wird die berühren und dann, wird da, glaube ich, so ein Kampf sein, dass sie sich da irgendwie mit dem Würfel vereint oder so. Aber ich schätze mal, ich weiß es halt nicht. Ich bin halt nicht der Experte hier. Auf jeden Fall wird dann Kevin der Würfel, wenn das jetzt so eine Zukunftswelt wird, und Kevin der Würfel dann, glaube ich, auch so alte Städte, also Bunny Birds, so Blitz machen und dann kommen da so neue Städte hin, vom Himmel gefallen oder so, keine Ahnung. Ja. So, alles in der Zukunft-Map. Bruder, schreche dich. Ja. Also es sind alles meine Theorien. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt wirklich wird. Ob da vielleicht, keine Ahnung, was passiert. Auf jeden Fall wird da schon was Spannendes passieren. Also es ist doch immer so bei Fortnite. Aber ich habe das Gefühl, da wird schon was mit Blitz sein. Und das Running Trader wieder kommt das von alle. Also ja. Und was ich noch befürchte, Leute, das ist, dass Fortnite ein bisschen so wird wie früher. In der nächsten Chapter 3 oder so. Weil so viele Leute, so viele OG-Spieler, mir mit dem Typ, dem ich letztens gespielt habe, der hat mir auch gesagt, er wünscht sich unbedingt, dass diese Season wiederkommt halt. Beispielsweise jetzt, also die Season 1, ja, und vielleicht macht das Epic Games so. Ihr wisst ja, Leute, dass kleine Kinnis da in Community reingeschrieben haben, ja, ich möchte gerne ein Einhorn. Was passiert? Diese Season Einhorn-Skin. Ja. Danach, ich möchte so ein richtig cooles Mädchen. Ja, Season 6 vom Raider. Also, Lara Croft halt. Das ist halt das Problem. Und jetzt sollen die auch mal auf die, und dann merken die halt, dass so viele Spieler aufgehört haben, Fortnite zu spielen, das stört die halt auch, weil die brauchen halt Geld, ja. Und deswegen, versuchen die es halt, glaube ich, wieder so zu machen. Es ist meine Theorie, aber ich kann es nicht genau sagen. Ich versuche euch mal so ein Fortnite Renegade Raider Bild zu machen mit dem Blitz oder ungefähr, wie ich mir das vorstelle.
Ich kann euch da irgendwie versuchen, eins reinzuschneiden. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt 100% hinkriege. Ich versuche es einfach mal zum Beispiel zu machen. Ansonsten guckt einfach immer mal in die Community rein. Da sind auch die neuesten Informationen immer, Leute. Ja. Ja, guck hier dieses Einhorn. Perfektes Beispiel für eben. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, einige Leute geben mir auch dafür recht, dass mit dem Permanent Wolf, also viele Leute haben sich das auch schon so vorgestellt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich habe ein paar YouTube-Trailer gesehen, dass Piratenschiffe reinkommen. Ich glaube nicht, dass das so wird, weil guck mal, wir sind jetzt hier schon, wir werden immer weiter in die Zukunft. Wir waren ja ganz am Anfang, Season 1, war ja noch alles altmodisch. Dann wurde es irgendwie altmodischer, dann wurde es wieder moderner. Und wir sind gerade noch so im Mittelfeld, aber es wird langsam wieder moderner. Und ich würde sagen, es wird eher moderner als älter. Und guck mal, ich finde, hier sind diese Effekte. Guck mal, hier so manchmal hier so ein paar Blitze an den Seiten. Guck mal, da oben wieder. Ja, also das ist für mich schon ein gutes Zeichen dafür, dass Fortnite moderner wird. Ja. Also haben wir jetzt nicht so große Chancen wieder, dass Fortnite so wird wie früher, aber ja. So, also erstmal hier. Ja, aber das ist halt perfekte Theorie dafür, dass Fortnite so wird wie früher. Also, ich habe das schon gutes Gefühl, Leute. Aber jetzt bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich hoffe mal, dass bald jetzt hier Gegner kommen. Aber das mit die Lava Renegade, also Dings Renegade Raider wird schon, glaube ich, so kommen, weil Fortnite kann es nicht ganz genau schaffen, dass Renegade Raider so war wie früher. Die haben es halt nur einmal reingemacht, danach haben die den Lebkuchen Renegade, danach den Lava, danach halt den Geist. Und ich glaube, als nächstes wird so ein Blitz Renegade Raider kommen. Also das ist schon irgendwie klar. Aber ich habe das Gefühl, ja, oder ein Eis Renegade Raider. Aber ich habe das Gefühl, es wird so ein eher ein Blitz passieren, weil der Kevin der Wölfe wird ganz nach oben kommen und wird dann hier zwei Städte zerstören oder so. Also Birdie Birds und Katie Körper. Weil es kommt mal eine neue Map, aber ich glaube jetzt nicht, dass sowas mit Piratenschiffen oder so ist. Also Lara, was meinst du? Also ich will oh Mann, Lara ist gerade weg am Telefon. Ja, auf jeden Fall, ja, schade, also Lara ist gerade echt weg am Telefon, die ist jetzt nicht mehr da. Also ja, ich glaube auch nicht, dass Lara sowas Verschiedenes sagen würde wie ich, aber ihr wisst ja, wie Fortnite Kitty die ist, also ich glaube schon, dass sie da auch schon drüber nachgedacht hat. Also, ein HP, Bruder, ein HP. Warte, hier, warte. Ja. Ist der... Ja, komm. Aber Leute, es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu meint. Also schreibt gerne mal in Discord rein oder in die Kommentare. Wofür ist denn die verdammte Community hier? Ich finde, mein Skin ist irgendwie langsamer geworden. Stopp! Meine Rettung. Oh mein Gott! Es war so... Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es so wird. Ja, aber und ich bin mal total fest. Die versuchen halt immer random Bilder wieder reinzubringen, aber jetzt ist es jeder möchte.
So, da sind wir wieder. Wir können ja mal gucken. Oh mein Gott. Ich bin gar nicht eingespielt, sorry Leute, aber ich habe kurz das Gefühl, dass da wieder jemand kommt, aber ich habe auch das Gefühl, dass Kevin, der da ganz oben steigt und auf so eine Blase, hier sind ja immer welche Blasen, draufsteigt und dann verwandelt sich immer auf einmal dieser Riese in so einen Blitztyp und der ist auf der ganzen Map verteilt dann. Da sind so Mini-Dinger von dem verteilt, dann sind da irgendwelche Blasen wieder. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube, meine gibt es jetzt am meisten Sinn. Oh, das ist nicht gut wieder. Gott, ey. Ich hab nur noch 15 HP, wenn mir noch einer jemand ein klein bisschen Schaden macht, ey. Ey, komm, ich hau doch ab, ey. Oh mein Gott. Anna! Ja, auf jeden Fall. Und das sind halt vielleicht 9 Städte. Das sind vielleicht da so. Leute, ich hoffe, ihr habt weggeguckt. Ich hoffe, ihr habt weggeguckt. Ich hoffe es für euch. Komm, los. Sind hier welche? Jetzt komm, 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 komm! Lauf da! Wieder mal mit 4 HP überlebt. Ich könnte mal gerne hoch zum Kevin und Würfel. Aber freue ich auch tun, also. Aber irgendwie ist die Zone langsamer geworden.
Oh, jetzt komm, 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 komm. Ich hab Fortnite vergessen. Ja, ich hab verloren, glaube ich. Los, genau. Ja, Mann, ey. Bin halt cool. Also, hätte ich gerne noch gekillt, ey. Also Leute, dann wisst ihr die genaueren Informationen jetzt schon. Hier wird es auf einmal hier mal, ja, Kevin der Würfel hochsteigen. Kevin der Würfel wird hier hochsteigen und auf dem Catty Corner drauf und dann noch. Ja, okay Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr wisst jetzt genauere Sachen. Ja, tschö. Mann, ich wünschte, ich könnte das manchmal verlassen. Ja, bye bye.